Wir sind Anja und Olli und wir haben gemeinsam einen Podcast gestartet vor 2 Jahren zwei Jahren. jetzt. Der heißt Bildung alt entfernen. Und in diesem Podcast machen wir ganz verschiedene Sachen. Und unter anderem sind wir irgendwann drauf gekommen, Wir wurden darauf wir gestoßen. wurden drauf gestoßen, so ein paar Sachen, die sich irgendwie immer festfressen. Also wo man sagt so, das ist doch so ein Irrglaube, der hat überhaupt keine richtige Ja, Fundierung. vielleicht müssen wir kurz sagen, was wir machen. Also es geht im weitesten Sinne um das Thema Bildung. Bildung mit digitalen Medien, und wir haben halt, genau wie das vielleicht von methodisch inkorrekt kennt, haben wir auch jeweils ein Paper drin und stellen die vor. Und da erwähnen wir immer so ein paar Sachen aus der Bildungswelt, wo wir wissen, okay, es wird häufig benutzt, und schneiden das dann ganz kurz an, dass es Quatsch ist, wenn es eben wissenschaftlich nicht fundiert ist. Und irgendwann kam halt jemand, der hat gesagt, macht doch mal so eine Rubrik draus, macht so einen Mythos draus, ihr stellt einfach am Anfang eine Frage und am Ende löst ihr das auf, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ah ja, stimmt. Das ist eine So gute. war Genau. genau, Wir stellen ganz am genau. Anfang vom Podcast diese Frage, dann machen wir anderes Zeug und dann am Ende erzählen wir jetzt, ob es stimmt oder nicht und woher wir das eigentlich haben. Wir fangen da einfach mal ganz praktisch mit einem Beispiel ein aus der letzten Episode. Genau, letzte Episode. Weiß ich zum Glück noch, was das war. Also, es ist so ein Mythos, oder vielleicht ja auch nicht, das ist jetzt genau der Punkt, dass Latein diverse Sachen, oder Latein für diverse Sachen gut sein soll. Einer davon ist, Latein fördert die allgemeine Intelligenz. Und wir haben uns gesagt, damit das hier nicht so ganz frontal ist, bitten wir euch ein bisschen ein. Das heißt, wir bitten euch jetzt um Handzeichen. Eine ganz einfache Ja- oder Nein-Frage. Da kommt gleich noch ein paar mehr. Fördert Latein die allgemeine Intelligenz? Wer glaubt, dass das stimmt? Wer glaubt, dass das nicht stimmt? Also gleich vorweg, es ist nicht immer alles verkehrt, ne? Nur, dass das ist. Okay, wir haben eine zweite Frage. Also Latein soll ja für ganz viel gut sein. Fördert. Fördert Latein das logische Denkvermögen? Wer glaubt, dass das stimmt? Wer glaubt, dass das nicht stimmt? Ah, 50-50. So, das dritte ist, Aussage oder Frage jetzt, erleichtert Latein das Lernen der deutschen Grammatik? Für deutsche Wer? Muttersprache? Die Frage ist In dem Fall, ja, muss mal gucken, für deutsche Muttersprache in dem Fall, ja. Wer glaubt, dass es stimmt? Mehr als Französisch? Das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Wer glaubt, dass es nicht stimmt? Ah, da waren sogar bei stimmt einige von mir. Jetzt so eine ähnliche Frage noch. Und Erleichtert, also wenn man jetzt in Deutsch heißt, Deutsch kommt, erleichtert das Lernen von Latein. Latein, das Latein müsst ihr euch denken. Erleichtert Latein das Lernen romanischer Sprachen? Wer glaubt, dass es stimmt? Wer glaubt, dass es nicht stimmt? Und das ist Ganz jetzt klar, ist. genau. Ja. So, so läuft das im Prinzip am Anfang vom Podcast ab. Wir stellen etwas vor, was Es eigentlich meldet nicht sich niemand im Podcast. Aber ungefähr, wir stellen halt so Sachen vor und dann lassen wir erstmal alles sacken und dann machen wir unseren Podcast und dann am Ende lösen wir es auf. Wir haben Kapitel machen, wer es gleich aufgelöst haben will, kann dann überspringen. So, und wir würden das jetzt tatsächlich mal auflösen. Also es gibt dann ja immer wissenschaftliche Quellen, die man sich angucken kann. Und hierzu gab es glücklicherweise so eine Sammelquelle, die sich genau dieser Fragen mal angenommen hat. Die kommen jetzt im Prinzip eins zu eins durchgeht. Erstmal, es gibt diverse Studien, die sich damit beschäftigen, ob Latein die allgemeine Intelligenz fördert. Nochmal kurz, wer hat gesagt ja, wer hat gesagt nein? Ist jetzt nochmal durchgehen? Ja. Es waren weniger, die ja gesagt haben. Ich glaube auch. Ja. Also, dummerweise, es gibt keine Studie, die wirklich handfest belegt, dass Latein die allgemeine Intelligenz fördert. Also es gibt jetzt immer das Punkt, wenn man sich die Studien anguckt, kann man ja gucken, was sie gemacht haben, von der Methodik her, und die hat typischerweise Schwachstellen. Und hier ist dann einfach, dass diese Studien, die es dazu gibt, häufig so auf Selbstbefragung basieren. Das heißt, Leute werden gefragt, haben sie das Gefühl, dass ihre allgemeine Intelligenz jetzt gestiegen ist? Ja, das ist, muss jetzt nicht bei dem gewesen sein, das ist häufig so ein Problem, dass die auf selbst, da kommst du gleich noch drauf. Also in dem Fall nein, also Latein, es gibt keine fundierten Kenntnisse oder Belege, die sagen, dass Latein die allgemeine Intelligenz fördert. Frage Nummer zwei, fördert Latein das logische Denkvermögen? Überlegen, ne? Du sagst ja, feste Struktur, dann gibt es noch den Ablativ und ein paar Ausnahmen, aber eigentlich geht das. Es gibt Studien, die haben alle Schwächen und es gibt aber nichts, was belastbar ist. Spannender wird es jetzt beim Lernen der deutschen Grammatik. Ja, Latein hilft beim Lernen der deutschen Grammatik, allerdings nicht besonders viel. Also es ist halt, wenn man sich, also in dem Paper steht auch drin, so der Effekt kommt einfach daher, dass man sich mal mit einer Grammatik beschäftigt hat, und ob das nur Latein ist oder eine andere Sprache.
ist erstmal nicht so, nicht ganz, entscheidend. Bisschen spannender ist noch bei dem letzten Punkt. Ist ganz schön, weil hier, jetzt haben wir so die Weisheit der Massen vielleicht tatsächlich. Also weil Latein tatsächlich das Leichtern romanischer Sprachen erleichtert. Und das sogar bedeutend. Das Spannende ist aber, wenn man sich das nochmal im Detail anguckt. Latein gibt es ja nicht, nur so viele Leute sprechen auch gar nicht Latein, wenn man mal in Urlaub fährt. Kann man überlegen, könnte man vielleicht auch eine andere Sprache lernen und dann auch über Roman, also mehr, über einfache andere romanische Sprachen lernen. Und es gibt eine Studie, da weiß ich halt, eine gibt es jetzt auch nicht so viel, aber einer hat sich das mal angeguckt, da haben sie verglichen, Leute wollen Spanisch lernen und die einen können schon Französisch, die anderen können schon Latein. Und beides hat geholfen, Französisch hat aber auch deutlich mehr geholfen, Spanisch zu lernen. Also, ihr könnt auch Latein lernen, wenn ihr romanische Sprachen lernen wollt. Ja, muss aber definitiv Französisch einfacher. Jetzt kommt aber noch ein spannender Punkt. Haben wir das als Frage noch? Nee, haben wir nicht drin. Haben wir nicht. Das Spannende an dem war, dass Latein ja diese Sachen aber häufig zugeschrieben werden, vor allem die ersten beiden. Und wenn man sich das jetzt so auf jetzt losgelöst von der Sprachebene anguckt, sondern auf so einer sozialwissenschaftlichen Ebene, dann ist tatsächlich ein Effekt messbar, nämlich dass sehr verbreitet ist, dass Leute annehmen, wenn jemand Latein kann, oder das Großlatinum hat, dann muss der aber allgemein intelligent sein, der muss aber logisch denken können. Und Leute haben dann tatsächlich bessere Chancen, im Bewerbungsverfahren eingeladen zu werden. Das hat eigentlich keinen Effekt, aber gesellschaftlich, so konstruktivistisch, hat es dann doch einen Effekt. Von daher. Vielleicht schreiben wir es dann also drauf, egal ob es stimmt oder nicht. Ja. Prüft sowieso keiner nach. Ja, sehr gut. Ja. Was wir immer gemacht haben, ist, wir haben hier unten nochmal den Link zur Episode dazu gepackt. Wenn ihr später die Folien online findet, dann könnt ihr das da nochmal hören und auch die Quellen dort finden, die wir jetzt, also Quellenangaben hier, Folien schreiben, ist Quatsch. Genau. Gut, warum ist das eigentlich alles so kompliziert? Olli und ich, ich bin Medieninformatikerin, Olli ist Wirtschaftsinformatiker. Da ist es so, eigentlich, oder generell Wissenschaft ist ja immer so, Wissenschaft ist objektiv und soll intersubjektiv nachvollziehbar sein. Für die Domänen, aus denen wir so kommen, trifft das meistens zu. Also Naturwissenschaften gibt es ganz einfach, wenn man jetzt so Schwerkraft anguckt, ich lasse was fallen, ja, Schwerkraft ist da. Olli lässt was fallen, Schwerkraft ist auch da. Wir können das so oft wiederholen, wie wir wollen. Das ist alles kein Problem. Wir können also auch bei diesen Experimenten, können wir mal gucken, ist das valide, was wir rausgekriegt haben. Hängt das miteinander zusammen? Ja, das Typische, manchmal hat man eine Korrelation, das heißt, zwei Sachen treten auf, die hängen aber nicht kausal zusammen. Es gibt eine sehr schöne Webseite, die werde ich vielleicht mal noch in der nächsten Podcast-Folge packen wir in die Shownotes. Da kann man sehen, dass irgendwie die Filme, in denen Kevin Bacon mitspielt und die Morde im Swimmingpool oder sowas korrelieren, aber hoffentlich keine Kausalität beschreiben. Was man auch machen kann, ist, man kann Kontrollgruppen oder Gegenproben führen. Ne? Also wie jetzt gerade mit dem Spanischlernen von Lateinleuten oder die Leute, die Französisch vorher konnten. Und was immer wichtig ist, ist auch Blindstudien zu haben. Ne? Also wir haben uns ja Bildungshomöopathie genannt, weil irgendwann Olli damit kam, so immer das unfundierte Zeug. Es ist besser auch, wenn die Leute halt das nicht wissen. Das Problem, was die Bildungswissenschaftler haben, ist, dass wir die Sachen so nicht so richtig gut machen können. Also wir können jetzt gucken, hat Olli jetzt besser Latein gelernt, weil er vorher, Spanisch gelernt, weil er vorher Latein konnte. Das können wir machen. Wir können aber nicht danach nochmal gucken, ob Olli jetzt auch besser Spanisch lernen kann, wenn er vorher Französisch kann, weil dann hat er schon Latein gelernt und das Spanisch gelernt. Und wir können das quasi nicht nochmal wiederholen, dieses Experiment. Wir können Gruppen aufstellen, wir können gucken, dass diese Gruppen möglichst gut durchmischt sind, dass sie relativ groß sind, dass sie vielleicht mal verteilt sind auf der Süd- und auf der Nordhalbkugel oder sowas. Aber das Problem ist, wir können es ganz schlecht wiederholen. Die Kontrollgruppen sind identisch und was auch da viel reinkommt, dass wir Design-Based Research viel haben. Ne? Also wir entwickeln jetzt eigentlich so IT-Systeme zum Lernen, wir können das Leuten geben. Und wenn wir dann rausfinden, dass die damit nicht gut lernen konnten, kann ja auch sein, dass unser System schlecht ist. Dann können wir das dran lernen, dann können wir es wieder den Leuten geben. Da wirkt alles so ein bisschen in Wechselwirkung. Und das ist halt eigentlich das grundlegende Problem bei diesen ganzen Lernen- und Bildungsforschungen, wo wir als Bindestrich-Informatiker auch wirklich ein bisschen Probleme haben, das nachzuvollziehen. Aber das stört uns daran nicht, das zu tun. Gut, und jetzt haben wir gedacht, filmen wir den Rest dieser Zeit mit weiteren von solchen Geschichten, die wir jetzt im Podcast schon mal durch haben. Und ihr dürft euch aussuchen, welche. Ruft mal eins rein, wir fangen dann an. Bitte lernen? Lernen
Lernen in Bewegung. Lernen in Bewegung, das war genau. Dein Thema. Das ist aber, das ist jetzt unklar, ob das ein Mythos ist oder nicht. Werdet ihr gleich sehen, es ist wirklich gemischt. Und das ist einfach so ein Ding, es gibt ja auch diesen Spruch, ein gesunder Geist, einen gesunderen Körper, einfach von der Idee her, das ist eben auch wichtig, dass sich Menschen bewegen. Und die Aussage ist letztlich, man lernt, wenn man irgendwie in Bewegung war oder ist, dann lernt man besser. Das ist erstmal die Aussage, die kann ich auch als Frage formulieren. Dann heißt das, lernt man mit Bewegung besser? Wer glaubt, dass das stimmt? Wer sagt, ja, das stimmt? Wer sagt, wer glaubt, dass das eher nicht stimmt? Oh? Jetzt möchte ich mal, haben wir nicht geplant, aber mache ich jetzt mal. Okay. Interessiert mich davon, falls sich jemand da, also wer hat sich gerade bei ja gemeldet? Wer ist bereit zu sagen, warum er das glaubt oder annimmt? Das würde mich jetzt einfach nur mal interessieren. Ja. Bessere Durchblutung. Bitte? Bessere Durchblutung. Okay, Durchblutung. Ich habe heute Morgen einen Vortrag gehört, dass einer behauptet. Ah! Mal gucken, ob wir jetzt was anderes erzählen. Sehr gut. Ja? Ja. Man das lernen, was gelernt wird, mehr als auch Umständen verknüpfen kann. Also es gibt ja auch zum Beispiel Lernen, während man bestimmte Musik hört oder Lernen mit Bildern. Es gibt bestimmt auch Lerntypen, wo das Lernen mit Bildern. Okay. Kinästhetische Lernen heißt das. Das haben wir einfach nicht drin, weil das sehr aufwendig und komplex ist, auseinanderzunehmen. Aber kann ich, Lerntypen gibt es nicht. Kann ich nur sagen. Aber es ist was anderes. Wir können uns mal angucken, was daran stimmt oder auch nicht stimmt. Tatsächlich gibt es Forschung, also aus verschiedenen Bereichen, die sagt, ja, tatsächlich lernt man in Bewegung besser. Nicht so nicht aus dem Blutfluss zurückzuführen, aber es gibt halt diverse Studien, jetzt bewege ich mich natürlich auf dünnes Eis, weil ich da nicht drin bin, aber es gibt halt diverse Studien, die sich angucken, was passiert denn so im Gehirn, wenn man in Bewegung ist. Und tatsächlich ist es so, dass Bewegung Neuroplastizität fördert, das heißt, das Gehirn kann sich einfacher anpassen, da entstehen halt neue Neuronen einfacher, wahrscheinlich auch, wenn die Durchblutung gefördert ist, sowas jetzt im Detail nicht, aber das kann sein. Das ist so das eine. Das sind nur auf der Gehirnebene und da ist es eh immer schwierig, das auf andere Sachen zu übertragen. Was man also auch gemacht hat, das sind dann immer Bildungsfeldexperimente mit sogenannten Exergames. Also müsst ihr euch vorstellen, da sind Leute, spielen Spiele und das verknüpft man eben mit Exercise, das heißt, die Leute müssen was tun. Und da kann man ja einfach kleine Spiele nehmen, so Klonaufgaben, und guckt mal, man teilt das in zwei Gruppen, jetzt haben wir genau, wie kann man das machen, man hat eben zwei Gruppen, die einen Gruppen spielen und sitzen einfach stumpf da und die anderen Gruppen spielen, also dieses Knobelspiel, und bewegen sich dabei so ein bisschen. Und wenn man das mit genug Gruppen macht und so weiter, dann bekommt man halt raus, dass es tatsächlich so ist, dass die Leute, die nachher, die sich bewegt haben in diesen Tests, dann noch besser abschneiden. Das heißt, die Knobelaufgaben lösen die einfacher, wenn man die halt später noch diese Aufgaben lösen, dann können die das auch. Also tatsächlich, ja, ist kein Mythos, es ist tatsächlich so, wenn man sich ein bisschen bewegt, dann lernt man besser. Und auch hier wieder, klar, Episode 16 war es schon. Mhm. Gut, worauf habt ihr noch Lust? Cookies. Genau. Erhalten Kurse mit Cookies in der Lehrevaluation bessere Bewertungen? Das musst du vielleicht noch ausführen. Ja, genau, tatsächlich. Falsches Publikum, ja. Ja, wenn man Kekse in das Seminar mitbringt, bekommt man hinterher eine bessere Bewertung oder nicht? Wer glaubt, dass man eine bessere Bewertung bekommt? Wer glaubt, dass man eine schlechtere Bewertung, also keine bessere Bewertung kriegt? Ist nicht gleichzusetzen mit einer schlechteren. Das Gefühl war eigentlich ziemlich richtig. Und da ist ja die Frage, wie kriegt man sowas raus? Es gab ein Seminar Notfallmedizin in einer deutschen Hochschule, also es war ein deutsches Paper, und die haben 20 Kleingruppen gebildet. 20 Kleingruppen und sie hatten 10 Cookie-Groups und 10 Non-Cookie-Groups. Das Paper ist fantastisch geschrieben, muss ich sagen. Also wenn ihr mal in sowas reinlesen wollt, die beschreiben dann auch, dass sie noch den Ethikrat gefragt haben, weil sie ja den Leuten nicht gesagt haben, dass sie in einer Studie teilnehmen muss. Deswegen muss man dann den Ethikrat fragen. Die fanden das so halbwegs okay, dann Studenten Cookies zu geben. Und sie haben 2 Dozierende genommen, einen männlich, einen weiblich, um da möglichst auch viel auszuschließen. Das heißt, letztendlich hatte dann jeder Dozent 5 Gruppen mit Cookies, 5 Gruppen ohne Cookies und hat die verglichen. Die haben 500 Gramm Kekse genommen, haben erstmal rausgefunden, in anderen Paper gelesen, welche die beliebtesten Kekse sind, haben die genommen, haben die in die Mitte gestellt und hatten nur die Anweisung zu sagen,
ich habe ein paar Kekse mitgebracht. Und sie hatten die Erlaubnis, vorher einen selber zu nehmen und den zu essen, damit sie so diese Barriere des ersten Keksnehmens brechen können. Und danach, nach diesem Seminar, das ist ganz normal gelaufen, hatten sie einen Fragebogen ausgeteilt, wo sie gefragt haben, wie fandet ihr die Inhalte, wie fandet ihr den Dozenten, wie fandet ihr die ganzen Sachen. Und sie haben noch ein paar mehr Sachen gefragt, nämlich Alter, Größe und Gewicht. Weil die zum Beispiel auch rausfinden wollten, ob jetzt vielleicht Leute, die einen höheren BMI haben, mehr oder weniger Kekse essen. Es kann ja in beide Richtungen funktionieren. Und haben nochmal geguckt, wie viele Kekse die wirklich gegessen haben. Deswegen vorher die 500 Gramm Kekse, haben hinterher gewogen, um rauszufinden, wie viele Kekse da gegessen wurden. Sie konnten ausschließen, dass das Geschlecht, das Alter, das Gewicht oder BMI einen Einfluss auf das Ganze hatte. Durchschnittlich hat jeder Student etwa 3,6 Kekse plus minus 1,4 Kekse gegessen. Also irgendwas so zwischen 3 Keksen und 5. Ja. Die hatten eine signifikant bessere Bewertung in den Cookie Groups. Das waren, die Kurse wurden 224,5 Punkte statt 217,2 Punkten, also wirklich so um die 10 Punkte Unterschied. Und die Dozierenden wurden auch ungefähr mit 5 Punkten besser bewertet. Und sogar das Lernmaterial wurde besser bewertet. Und das Schöne ist auch, wenn man sich so Paper durchliest, die machen ja noch Einschränkungen, die haben sie auch gewählt. Sie haben gesagt, es gibt zwei Einschränkungen, die sie sagen können. Die eine ist, sie wissen nicht, wann die Leute vorher das letzte Mal was gegessen haben. Also wie willkommen diese Kekse waren. Die Dozierenden waren eingeweiht. Das heißt, es kann natürlich trotzdem sein, dass die Leute unterbewusst dann eben gesagt, also die bessere Lehre abgeliefert haben. Aber also am Material kann man es eigentlich komplett ausschließen, dass sich da irgendwas getan hatte. Ja, und das Paper schließt auch mit einem sehr schönen Fazit ab, in Welten, wo halt Dozierende an Hochschulen auch öfter mal daran gemessen werden, wie gut sie evaluiert werden, wäre das halt ein Weg, da auch durchaus dieses System dann wieder zurückzuficken. Wir haben keine Kekse dabei. Wir lernen also nicht unbedingt aus den Sachen, die wir machen. Oh. Wir haben Aufkleber. Das sind die letzten Aufkleber. Ja. Gut. Wir könnten noch ein Thema. Bitte, was? Oh, das machen wir meins. Read the fucking manual. Oder read the friendly manual, sagst du immer, ne? Ja. Also die Frage ist, stimmt es, dass Menschen keine Bedienungsanleitung lesen? Wer glaubt, dass das stimmt? Wer glaubt, dass das nicht stimmt? Oh, 50-50. Wer von euch liest Bedienungsanleitungen? Wer von euch liest keine Bedienungsanleitung? Erste Seite. Wer hat mit Leuten zu tun, die keine Bedienungsanleitung? Schon klar. Ich habe ein Paper gelesen, das Nobelpreisträger war, und zwar IG-Nobelpreisträger im Bereich Literatur. IG-Nobelpreis, weiß jemand nicht, was das ist? Bitte, dann darf ich es erklären. Ja. IG-Nobelpreis ist quasi der Anti-Nobelpreis, wo Veröffentlichungen ausgezeichnet werden, die erst zum Schmunzeln und dann zum Nachdenken bringen sollen. Es ist großartig, mal auf YouTube da reinzuschauen. Die haben tolle Preisverleihungen. Die haben zum Beispiel so ein kleines Mädchen, Sweetie Pooh, die kommt, wenn die Leute zu lange reden, stellt sie sich hin und sagt so, stop now, I'm bored. Es ist und sie sagt das auch nicht nur einmal. Guckt euch sowas mal zu Hause an. Und Flieger schmeißen ist nicht nur erlaubt, ist erwünscht. Genau, dann wird zwischendurch, wenn die Flieger weggeräumt, ist großartig. Die Menschen, die diese Studie geschrieben haben, als sie noch nicht wussten, dass sie dafür mal einen IG-Nobelpreis bekommen, haben alte Datensätze reanalysiert. Das heißt, die haben nicht neue Studien gemacht, sondern die haben Studien genommen und die sich nochmal angeguckt unter diesem Aspekt der Bedienungsanleitung. Da hatten sie eine quantitative Befragung von 170 Teilnehmenden zwischen 2001 und 2007 und eine qualitative Langzeitstudie, wo sie Menschen Geräte gegeben hatten und Bedienungsanleitungen dafür. Und jetzt mal so ein paar Ergebnisse aus dem Ganzen. Wer das in einer längeren Form haben will, erzähle ich länger auch im Podcast. Die Menschen mögen keine Anleitungen. Und zwar auch, wenn Hilfe im Manual vermutet wird, haben sie trotzdem nicht nachgeschaut. Also dann haben sie gesagt so, ja, ich habe schon geglaubt, dass es drin steht, ich habe trotzdem nicht nachgeguckt. Und sie wünschen sich keine Manuals zu brauchen. Also es ist wirklich ein abgrundtiefer Hass.
Man hat auch nochmal geguckt, wie so diese unterschiedlichen drin sind. Menschen mit einem höheren Bildungsabschluss lesen mit Abstand am wenigsten Gebrauchsanweisungen. Und junge Menschen lesen weniger häufig Bedienungsanleitungen. Frauen lesen weniger Bedienungsanleitungen als Männer. Und bei komplexen Geräten wird das Manual weniger häufig gelesen. Was eigentlich nicht so, nicht so einleuchtend erscheint, aber in dem Paper war dann auch eine Sache zu sagen, okay, wir könnten ja auch, man sollte nochmal drüber nachlesen, vielleicht doch sowas wie YouTube-Videos zu machen. Also es waren halt Studien von 2007, da war das noch nicht so ganz relevant. Von daher, ja, es stimmt, Menschen lesen keine Bedienungsanleitungen. Gut, bitte. Wir machen so lange weiter, bis entweder alle Themen weg sind oder kurz vor 10 ist, weil ich dann tatsächlich schon weg muss. Lernpyramide, oh ja, das ist eins meiner Lieblingsthemen. Das ist die sogenannte Lernpyramide. Wer aus der Bildungswelt kommt, hat sie wahrscheinlich schon mal gesehen. Sieht so aus und die hat halt einfach verschiedene Sachen. Die sagt im Prinzip, oder was die Grafik sagen soll, die Prozentzahlen sind die Behaltensleistung. Das heißt, wenn ich einen Inhalt nur durch einen Vortrag höre, so wie ich jetzt, wenn ich nur sprechen würde, dann würdet ihr im Prinzip 5% behalten und es geht halt ein bisschen weiter. Das heißt, wenn ihr was lesen würdet, wenn ihr das Gleiche, was ich spreche, lesen würde, wären das 10%. Wenn ich das Ganze mit Bildern vielleicht anreiche, dann sind das 20%. Wenn ich einer Demonstration beiwohne und das beobachte, sind es 30%. Und so geht das weiter, bis halt runter zu dem letzten Punkt. Wenn ich selber anderen Leuten etwas erkläre, dann ist ja... da muss ich Sachen ja durchdenken, dann behalte ich von diesem Inhalt auch 90%. Das sieht man da, da ist eine Quelle, da sind Texte, da sind Bilder. Und das ist jetzt wieder komplett, müssen wir mal gucken, was das ist. Da ist noch was Bild. Jetzt haben wir wieder drei Fragen, das ist jetzt nicht so ganz so einfach. Da sind drei Sachen im Prinzip, die ihr jetzt angucken könnt. Das eine sind die Prozentzahlen. Wir fangen mit der Stufenfolge. Du hast es aufgeschrieben. Die Stufenfolge, das heißt, da sind diskrete Punkte. Also vom, was weiß ich, vom Vortrag, einfach nur vom Zuhören bis hin zum Erklären. Das zweite sind dann die Prozentzahlen. Ernährung ist wichtig. Und dann zum Schluss eben die Quelle. So, und welche Aspekte sind zutreffend? Welche? Na, vielen Dank. Ja. Also das. Wir haben einmal die Stufen. Guckt euch nochmal an, das ist ja ein bisschen komplexer. Wer glaubt, dass die Stufen stimmen? Also, dass man entsprechend der Stufen... Wer glaubt, dass es eher nicht stimmt? Wer hält sich? Okay, das ist 50-50, würde ich sagen. Ja. Und nicht alle. So, dann haben wir noch die Prozentzahlen. Wer glaubt, dass die Prozentzahlen stimmen? Wer glaubt, dass sie eher nicht stimmen? Okay. Und auch die Quelle. Wer glaubt, dass die Quellenangabe stimmt? Wer glaubt, dass die Quellenangabe nicht stimmt? Das ist eigentlich so suggestiv gefragt. Ja. So, das Problem bei diesem ganzen Ding ist, es stimmt gar nichts davon. Ist eigentlich eine sehr kuriose Geschichte, wenn man sich das mal anguckt. Es gab, um 20 Jahreszahl, ist schon deutlich ein paar Jahre her, so 70, ich schätze grob 70, da gab es einen Herrn Dale, der hat Dale's Cone of Experience mal aufgestellt. Der hat mit diesem Punkt überhaupt nichts zu tun, aber das ging also vom Abstrakten zum Konkreten. Er hat gesagt, es ist halt, also die Behaltensleistung. Er hat einfach gesagt, es ist pauschal. Es ist einfacher, wenn man von etwas Konkreten lernt, als von etwas Abstraktem. Mehr ist das gar nicht. Und da waren halt so verschiedene Zwischenstufen noch drin, eben auch mehr als hier. Und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt. Und mittlerweile gibt es in dieser Grafik, wenn ihr mal Google anschmeißt, die Bilder suchen, die gibt nur mal Lernpyramide ein. Ihr findet Dutzende von diesen Grafiken, Dutzende von Publikationen, die zitieren. Und es gibt auch diverse Leute, die sich das mal angeguckt haben. Unter anderem Lally und Miller, die haben ein Paper herausgebracht. Die haben unter anderem auch mal hier nachgefragt. Sag mal, wisst ihr, wo das herkommt? Und wenn man die anschreibt, bekommt man schon eine automatische Antwort. Also nicht immer denselben Text, weil die häufig diese Anfragen bekommen. Hier könnt ihr mir mal die Quelle geben. Und da steht ungefähr das drin. Wir haben diese Quelle nicht. Wir glauben, wir wissen eben, dass das über diesen Herrn Dale mal herkam, aber wir wissen das nicht. Und übrigens, wir sitzen auch gar nicht mehr in Maine, sondern in Florida, glaube ich. Das kommt dazu und es stimmt einfach nichts. Also witzig ist, dass es eben wohl erst auch nur diese, das kann man so ein bisschen historisch nachverfolgen, erst diese Sachen gab,
Irgendwann kamen noch die Prozentzahlen dazu, diese Quellenstellung. Es ist komplett konfus. So, das haben sie also gemacht. Die haben die mal gefragt. Die haben gesagt, ja, wir wissen, dass wir immer zitiert werden, aber tut uns leid. Die sagen, wir glauben, dass ungefähr vielleicht diese Stufen stimmen könnten, aber sie haben keine Studie, die das besagt. Und dann haben Larry Miller halt auch noch mal ein paar andere Studien sich angeguckt und gesagt, naja, allein um diese Prozentzahlen, die sind ja so schön rund, ne, das finde ich nicht so genau gern, die sind halt echt zu schön, um wahr zu sein. Und allein das rauszubekommen, müsste man sich erstmal jetzt so das methodische Design angucken. Was müssten wir denn machen? Also Behaltensleistung. Was ist überhaupt Behaltensleistung? Also was teste ich da? Das muss man ganz klar festhalten. Das ist schon, das fängt an, schwierig zu werden. Da muss man sich überlegen, wann war das denn? Also zu welchem Zeitpunkt habe ich denn diese Behaltensleistung gemessen? Das kann man auch noch machen. Jetzt braucht man aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Gruppen. Idealerweise auch nicht nur irgendwie eine davon, sondern mehrere. Damit man das, es ist einfach, es wäre eine gigantische Studie, um das überhaupt zu machen. Und die gibt es nicht, nicht mal auch nicht in Einzelteilen. Ja, und dann habe ich noch ein paar andere Sachen angeguckt. Also, wann hier was davon am besten ist, da gibt es jetzt tatsächlich auch keine feste Regel. Man kann nicht sagen, das hier ist halt immer toller, irgendwie was anderem erklären, weil es auch nicht geht in der Regel. Also, wenn ich was lerne, kann ich nicht anfangen mit dem Erklären. Also, von daher fängt das eh irgendwie da vorne an. Ich muss eh sowas wie einen Prozess durchgehen. Wenn man sich anguckt, wer lernt denn da oder wer soll was lernen, dann ist es vielleicht auch, wenn ich jetzt schon einen Herzchirurg oder Erfahrung habe, ja, dann reicht mir vielleicht irgendwie, ich lese mir schnell was durch, dann verstehe ich das auch. Dann braucht mir gar keiner was zeigen. Kann aber natürlich auch andersrum sein, je nachdem, was das ist. Also allein so pauschal zu sagen, man muss sich irgendwie hier unten bewegen, weil es was Aktiveres ist, ist halt einfach ja, nicht haltbar. Ja. Also leider tatsächlich... Wenn ihr diese Lernprogramme mal seht, durchstreichen. Aber irgendwann hat es zum allerersten Mal hat es irgendwann jemand rangeschrieben und der wusste, dass es zumindest nicht dieses Institut ist. Ne? Also ich sag mal, so bei verschiedenen Sachen, also es gibt ja auch diese Zahl, so 90% allen Wissens wird informell gelernt. Und da steht in dem Buch drin und der Satz danach heißt, diese Zahl habe ich mir ausgesucht, die Zahl könnte so ähnlich sein, ich habe dazu keine Studie gemacht. Aber man trifft es dann wieder ganz oft auf Folien auf, 90% alles wird informell gelernt. Aber spätestens derjenige, der hier die Quellenangabe drunter geklatscht hat, der hat geschwindelt. Also man kennt das, also das ist halt irgendwie so ein Mythos, der pflanzt sich halt durch. Man kriegt ihn halt irgendwie nicht weg, so wie, also mittlerweile weiß man, glaube ich, dass Spinat jetzt gar nicht so eisenhaltig ist. Das ist so aus einem anderen Bereich. Aber das zieht sich halt immer noch durch die Bildungswelt. Ich brauche es halt, als ich ja nur gearbeitet habe, selber. Und habe mal gegraben, ich wollte halt diese Quelle haben, habe die nicht gefunden, aber ich habe es dann auch später immer wieder gesehen, dass es in Publikationen noch vorkam. Guck mal, hier ist die Pyramide. Naja. Ja. Noch was? Lesen im Internet. Lesen im Internet. Lesen im Internet. Genau. Erzähle ich gar nicht so viel dazu. Also es ist einfach nur so die Aussage, die man auch häufiger auch in Talkshows und zwar hört, aber auch in Publikationen liest an anderer Stelle, dass wir als Menschen es verlernt haben, lange Texte zu lesen. Also unser Gehirn kann das einfach gar nicht mehr. Wer glaubt, dass das stimmt? Bitte? Lesen oder verstehen? Tatsächlich zu lesen. Ah. Ja. Wer glaubt, dass es stimmt? Wer glaubt, dass das eher nicht stimmt? Okay. Ja. Ja, ist ganz spannend. Da gibt es nämlich, wenn man sich das anguckt, es gibt Hirnforscher. Ich nehme diesen Namen von dem Herrn gar nicht in den Mund, aber wer jetzt lacht, der weiß, wie ich meine. Das ist halt leider, der hebt das immer so auf die Ebene des Gehirns. Der fängt ja da an, er sagt, er ist ja. Er ist Hirnforscher. Ich glaube, er hat irgendwie so einen Mischmasch gemacht, das ist auch okay. Aber er sagt halt, weil das im Gehirn so ist, also angenommen, ich lese etwas auf Papier, dann entwickelt sich mein Gehirn anders, als wenn ich etwas auf einem Tablet zum Beispiel lese oder am Bildschirm. Und das ist richtig. Das heißt dummerweise aber nicht, dass es automatisch schlechter ist. So, was man nicht machen kann, es gibt halt einen Herrn, dessen Namen ich jetzt natürlich vergessen habe, der hat auch mal wieder gegraben. Was gibt es in unserer Forschung zusätzlich zu dem, was er selber gemacht hat? Scalamania. Bitte? Scalamania? Nee. Nein, ich weiß es nicht. Anja kann ja mal nachgucken. Du hast Willingham und Rosenwald stehen hier drin in den Notizen. Ist Willingham? Ich glaube, das war der sich mal andere Sachen angeguckt hat. Also er hat sich eben viele von diesen Studien angeguckt oder Texten angeguckt, wo das drin stand, dass wir es verlernt haben. Nicholas Carr, glaube ich, der ist ein Journalist, der ist relativ populär dafür. Das, was da häufig aber drinsteht, geht selten über eine elaborierte Meinung raus. Also da ist keine wirkliche feste Studie dahinter. Was man tatsächlich sagen kann, was Willingham, er selber herausgefunden hat in Studien, dass man am Bildschirm langsamer liest als auf Papier. Also wenn ich schnell Texte lesen will, ist es tatsächlich einfacher, wenn ich es auf Papier mache. Ich weiß den Faktor jetzt leider nicht, ich glaube, der war auch drin.
Aber auf Papier ist man tatsächlich schneller. Und er ist dann halt sehr vorsichtig, weil er sagt, ich habe jetzt leider keine Studien, die sagen, ich verlerne lange Texte zu lesen. Er glaubt schon, dass das stimmt, dass Leute heute weniger lange Texte lesen, aber nicht, weil das Gehirn das verlernt hat, das behauptet wird, sondern einfach, weil es mittlerweile auch natürlich am Bildschirm viel mehr Ablenkung gibt. Das heißt, ich kann noch twittern zwischendurch oder es gibt auch viel mehr mediale Ablenkung im Umfeld. Und das wäre einfach der Grund. Er ist dann so vorsichtig, er sagt nicht, dass es so ist. Das ist jetzt auch seine Meinung, aber er geht halt einfach nicht davon aus, dass das Gehirn per se verlernt hat, lange Texte zu lesen, sondern dass wir es einfach durch unseren Lebensalltag nicht mehr tun und wir einfach spannendere Sachen haben, die wir sonst nebenbei machen. Ihr habt sich gemeldet? Ja, ich würde fragen, wie das von der Auflösung abhängt, wie das vom Flackern des Bildschirms abhängt, wie das von dem Font abhängt, der angezeigt wird. Also ganz viele Dinge beeinflussen der Lesegeschwindigkeit. Ja, es gibt, nehmen wir den Font. Ich weiß, da gibt es auch einen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich wollte gerade sagen, du hast einmal mitgebracht, es gab einmal eine Schriftart, ne? Ja, es gibt eine Schriftart, die soll man sich runterladen, die ist jetzt nicht so ganz einfach lesbar, die ist so ein bisschen verschnörkelt, kompliziert. Und die Idee dahinter ist, dass man sich dann ein bisschen mehr anstrengen muss, um den Text zu lesen. Und das ist intensiv aufgenommen. Da weiß ich aber nicht mehr, was das war. Also es ist wirklich mit Vorsicht genießen, diese Aussage. Also wir hatten damals, du hast es ja damals auch im Podcast reingebracht und hast gesagt, die Studien, dass du keine Studien dazu gefunden hast, also die das nochmal nachweisen, dass diese Schrift halt wirklich besser ist. Irgendwie ein Unternehmen, das an der Uni mit dran hängt. Und die haben gesagt, nein, das lange Forschung hätte ergeben, dass dieser Font, diese Schriftart, auch die Behaltensleistung erhöht, weil diese Texte halt ein bisschen komplizierter geschrieben sind und man ein bisschen mehr Gehirnleistung mit aufbringen muss. Aber diese Studien gibt es halt auch nicht. Und von daher, weiß ich halt nicht. Nee, und sonst Details weiß ich tatsächlich auch nicht. Da müsstest du vielleicht mal da reingucken. Da sind ja auch, also erzählen wir das nicht nur, da sind ja auch die Quellen immer, die wir benutzt haben. Und wenn du da gräbst bei Herrn Willingham, der wird es wahrscheinlich. Also der hat die andere Studie wieder zur Rate gezogen, da wirst du den finden. Ja, gut. Einen sollten wir noch schaffen und wir haben ja noch eins, ja. Ne? Ja, einen schaffen wir noch. Guck mal, wir haben ja noch eins. Wir haben noch zwei. Wir haben Lernen im Schlaf oder Brainstorming? Brainstorming. Okay. Ich glaube, es war ja so hinten. Warte mal. Ja. Brainstorming. Wer hat schon mal Brainstorming gemacht, der weiß, was das ist. Oder andersrum, haha, wer weiß, was es nicht ist. Wer weiß nicht, was das so rum. Ja. Kann ich einen Einsatz auch nochmal sagen. Für die Leute, die jetzt irgendwie auf MediaCCC zuschauen. Brainstorming ist einfach die Idee. Man ist in einer Gruppe zusammen und möchte Ideen generieren und am Anfang möglichst viele Ideen. Und von daher ist es einfach so, also wenn wir in der Gruppe zusammen sind und jemand hat eine Idee, soll er die rausfeuern. Und die Regel ist, es wird nicht gleich kritisiert, nicht gleich diskutiert, einfach damit man erst in die Breite geht und erstmal alle Ideen auf dem vielleicht irgendwo gesammelt hat und dann danach erst überlegt, ist die gut, ist sie nicht gut. Aber von der Idee her möglichst viele Ideen sammeln und dafür eben Brainstorming ohne Kritik. Ja. So. Und die Frage ist nun, ist die Brainstorming-Methode anderen Methoden überlegen, um viele gute Ideen zu generieren? Also wer glaubt, dass das die beste Methode ist? Ich wollte gerade sagen, ja, das ist ja spannend. Danke. Ich glaube, in der Studie, die wir gelesen, also du gelesen hast. Also es gibt mehrere, aber eine, die ich jetzt nennen kann. Es gibt noch die Möglichkeit Freestyle, also macht, wie ihr das wollt. Und es gibt die andere Variante, bitte kritisiert und diskutiert sofort. Also die drei Gruppen. Ja. Brainstorming, also bitte nicht kritisieren erst am Ende. Zweite Gruppe, kritisiert sofort und diskutiert das. Und Freestyle macht, wie ihr wollt. Aber ich kann Freestyle reduzieren auf Brainstorming, wenn ich intelligente Leute habe. Ja, du kannst auch mitdiskutieren reduzieren auf Brainstorming, wenn du nicht diskutierst. Da kann beides rauskommen. Ja, ja. Du willst ja als Lehrender oder jemand, der diesen Innovationsprozess streitet, ein Setting schaffen, das möglichst gut ist. Okay, dann ist ja die Frage, muss ich überhaupt was tun? Ne? Oder muss ich halt Regeln setzen in der einen oder anderen Form? Ja. So, wer glaubt, dass Brainstorming im Original die beste Methode ist, um auf Ideen zu kommen? Wer glaubt, dass man sofort kritisieren sollte? Wer glaubt, dass Freestyle am besten abgeschnitten hat? Ja, leichter Überschuss für Brainstorming, die anderen beiden etwa gleich. Ja. Genau. Wir können erstmal gucken, wo das herkommt. Es ist nicht so, dass da Forschung betrieben wurde und man dann gesagt hat, Brainstorming ist ein toller Ansatz, sondern es kommt aus dem Management-Training einfach. Da hat sich irgendjemand mal gedacht, wahrscheinlich ist es erstmal kompatibel, wir machen das. Und das kann man dann überprüfen, eben zum Beispiel genau diesen Setting. Da gab es noch andere Studien, die sich angeguckt haben, die kommen aber zu demselben Ergebnis. Im Prinzip wie diese Studie, die ich jetzt
erwähne. Autoren halt wieder, weiß ich jetzt nicht auswendig, lese es an. Ja, okay. Also wir haben diese drei Gruppen. Ne? Gruppe Brainstorming, Gruppe... Diskutier mich. Ja, kritisieren. Vollgas. Ja. Und macht, was er wollt. Und also von der Anzahl derjenigen, die generiert wurden, lag das Brainstorming vor dem Freestyle. Allerdings weit abgeschlagen tatsächlich hinter der Gruppe, die kritisiert hat. Oh. Sie Kopfschütteln. Also ich kann nur, das hat halt die Studienergebnisse. Das ist das eine, was man sich angeguckt hat. Und das andere, was man dann auch noch gemacht hat, man hat die Gruppen später einfach gefragt, könnt ihr jetzt, also wenn sie dann alleine waren, die Leute, also einzeln, weil in der Gruppe ist das schwierig, könnt ihr jetzt noch neue Ideen generieren? Also wenn ihr jetzt noch nachträglich gefragt werdet, gebt mir mal neue Ideen, dann war es tatsächlich so, also genau das Gleiche, dass auch die Gruppe, in der vorher kritisiert wurde, nachträglich noch auf mehr Ideen gekommen ist. Also, ja. Also das ist jetzt ein Beispiel, das ist die Studie, die ich jetzt am Kopf habe, da waren noch mal andere Studien. Es gibt aber leider keine wirkliche Studie, die belegt, Brainstorming ist jetzt die Nonplusultra-Methode, um möglichst viele Ideen zu generieren. Also, gut, mit Blick auf die Uhrzeit und weil Olli in 5 Minuten eher aus dem Zug wollte. Ja, 20.15 Uhr. Genau. Geben wir die letzte Sache als Hausaufgabe auf. Das ist Lernen im Schlaf. Es war eine spannende Geschichte, ja. Weil es war mit einer Studie, die an Spionen, an russischen Spioninnen und Spionen stattgefunden hat. Genau, also wir machen das jetzt seit 20 Episoden, diese Kategorie mit den Mythen, die ist erst seit 10 etwa dabei. Jetzt einige Beispiele waren auch nicht nur aus den Mythen, sondern aus den Paper, die wir gelesen haben, weil wir können ja nicht nur Negativbeispiele bringen, sonst macht ja so ein Quiz keinen Spaß. Von daher seid eingeladen, unseren Podcast mal reinzuhören, hat Kapitelmarken, kann man zu den Sachen vorspringen, die man möchte, und wir danken für eure Aufmerksamkeit.